Hi, ich bin Daniel Rieber von den Hyatt Medien. Soeben ist unserem Kölner Hyatt Verlag das neue Buch Kölner Schimpfwörter erschienen. Und davon würde ich euch gerne meine drei Lieblingswörter vorstellen. Das wäre zum Beispiel der Blötschkopf, der wird bei stumpfsinnigen Menschen angewandt. Oder auch zum Beispiel der Durchkehl. Der Durchkehl heißt wörtlich trockener Kerl und wird halt bei ziemlich langweiligen Personen genutzt. Und dann gibt es noch, und dann finde ich ganz lustig, das ist der Bubbelatius, der bubbelt gerne, das ist der Schwätzer. Und ja, wenn ihr gerne weitere von diesen coolen Schimpfwörtern wirklich auch für die Karnevalszeit haben wollt, dann holt euch doch einfach dieses Buch mit 62 Seiten für 4,99 Euro.